Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und wir sind bei der ersten Ausgabe der Spotify Challenge. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, dann erstmal das verlinkte Video anschauen. Da erkläre ich, was die Spotify Challenge ist und was das Ganze für einen Hintergrund hat. Wir starten jetzt direkt mal und zwar will ich zwei Songs miteinander vergleichen. Einmal Beat It von Michael Jackson und den vergleichen wir mit Beat It von Michael Jackson. Ja, ist der Typ besoffen, denkt ihr euch jetzt? Nein, bin ich nicht, bin stocknüchtern. Wie kommt es, dass ich hier zweimal den gleichen Track miteinander vergleichen möchte? Das Praktische ist, wir haben hier zwei Versionen. Das sieht auf Anhieb jetzt erstmal völlig gleich aus, ist es aber nicht. Eine Version ist die Originalversion aus den 80ern. Die andere ist irgend so eine Remastered-Version, die Jahrzehnte wahrscheinlich sogar später auf den Markt kam. Und die spannende Frage ist jetzt, hört ihr den Unterschied? Direkt zur Erklärung, ich habe natürlich den Spotify-Algorithmus aktiv, das heißt Spotify erkennt die Lautheit der Songs und gleicht die an, also die abgespielte Lautstärke, weil nur so können wir Lieder miteinander vergleichen. Unser Ohr betrügt uns nämlich sonst denkt es immer lauter gleich besser. Das stimmt natürlich nicht und deswegen jetzt bei gefühlt gleicher Lautheit vergleichen wir diese beiden Songs. Und ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. Track 1, entweder alte Version oder Remastered. Track 2, alte Version oder Remastered. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr denn denkt. Ich muss sagen, es ist in dem Fall eine schwierige Challenge, hier zu hören, was alt, was neu ist oder wo die Unterschiede überhaupt liegen, ob man das hören kann. Man hört unter guten Kopfhörern, dass Version 1 viel druckvoller ist, mehr Kick und Punch hat in der Snare Drum und die Höhen ein bisschen spitzer daherkommen. Können wir das Ganze auch mit der Waveform belegen? Können wir. Wir nehmen einfach mal beide Songs im Main Part auf. Und schauen wir uns das jetzt an, dann sieht das Ganze so aus. Wir sehen also, die erste Version nutzt die ganze Dynamik. Wir nutzen alle 16 Bit aus, um diese Amplitude hier zu haben. Version 2 ist leider kastriert worden. Ah, wir sehen das hier auch schön in die Sättigung reingefahren. Spotify musste den Song um 3 dB leiser abspielen, damit er so laut wahrgenommen wird wie die Originalversion. Und dieses gleich laut abspielen macht auch völlig Sinn, wenn wir Lieder miteinander vergleichen wollen. Denn unser Ohr trickst uns manchmal etwas aus. Laute Lieder oder lauter abgespielt kommen sie uns häufig einfach mal besser und druckvoller vor, obwohl das vielleicht im Endeffekt gar nicht stimmt. Das heißt, dieser Algorithmus von Spotify ist absolut sinnvoll. Erst wenn wir gleiche Bedingungen schaffen, macht ein wirklicher Klangqualitätscheck Sinn. So, jetzt habe ich noch was ganz Spannendes mir überlegt. Und zwar, ich habe mal eine Minute den Song hier aufgenommen, in beiden Versionen, links in der original aus den 80ern gemasterten Version und rechts die remasterte Version. Und jetzt vergleichen wir mal, wir wissen ja jetzt, die gefühlt sind die gleich laut. Und wir schauen uns jetzt mal das Frequenzspektrum dieser Selection hier an.
Also scannen wir diese Selection. Das heißt, alles, was in dieser Minute und 12 passiert, sehen wir jetzt hier. Das ist die frequentielle Verteilung. Also links haben wir hier den Bassbereich, Mitten und Höhen. So, dann speichern wir jetzt einfach mal als rote Kurve ab. Und jetzt machen wir da genau das Gleiche mit der remasterten Version. Wir scannen die Selection. Und jetzt sehen wir zwei Dinge. Erstens, wir sehen, dass der Spotify-Algorithmus gut arbeitet. Im Mittenbereich sind die Kurven nahezu identisch. Wir sehen sogar, dass hier die Remasterte, das ist ja die türkise Linie, sogar ein minimal noch irgendwie noch ein bisschen lauter, also höher in den mittleren Frequenzen ist. Aber grundsätzlich sind die hier ungefähr auf gleichem Pegel. Das heißt, der Algorithmus von Spotify hat gut gearbeitet. Aber was ist jetzt der Hauptunterschied? Wir sehen es hier im Bassbereich und hier in den Höhen. Im Bassbereich ist die remasterte Version, also türkise Linie, deutlich schwächer. Ja? Also, was haben wir durch das Remaster gewonnen? Weniger Bass. Und wir sehen es auch hier. In den spitzen, kristallklaren Höhen haben wir auch was verloren. Also, man muss letztlich sagen, diese Remastering-Geschichte, also im Prinzip das Signal zu quetschen, hat gar nichts gebracht, außer dass es lauter abgespielt werden könnte. Jetzt übertreiben wir das Ganze nochmal. Wir markieren hier die remasterte Version und machen mal das, was heutzutage in der Popmusik gar nicht unüblich ist. Wir quetschen das Ding noch weiter, denn man muss auch sagen, selbst die remasterte Version ist verglichen mit vielen Produktionen, die heutzutage rauskommen, zum Beispiel Galantis, immer noch sehr, sehr dynamisch. Das heißt, wir übertreiben es jetzt völlig und boosten das Ganze hier nochmal um 10 dB gegen einen Limiter. So, jetzt sieht das ganze Ding doch schon so aus wie eine moderne Pop-Produktion. Wir müssen jetzt natürlich die Lautstärke wieder absenken, so dass wir gleiche Bedingungen schaffen. Ich rate das jetzt einfach mal ungefähr so. Also jetzt sind die wieder gleich laut empfunden. Schätzungsweise, wir können das ja jetzt testen, indem wir auch diese Waveform einmal durch die Analyse schicken. Und wir sehen dann, dass wir im Prinzip, hier siehst du, es ist sogar noch ein bisschen lauter, aber das Spielchen wird immer weiter getrieben. Ich mache jetzt mal die gelbe Kurve weg, dass wir den Vergleich haben. Also es wird im Prinzip immer schlimmer durch das Quetschen. Wir haben hier weniger Bass als im Original, mehr Mitten dafür. Und letztlich entsteht Bassdruck immer im Verhältnis. Also wie viel tiefe Frequenzen haben wir zu Mitten- und Höhenfrequenzen. Interessieren würde ist, habt ihr das hören können? Also ich fand diese Challenge hier recht schwierig, muss ich sagen. Also ich höre es auf meinen guten Producer-Kopfhörern, ich höre es auch auf meinen Studiomonitoren schon sehr deutlich. Also den Blindtest habe ich absolut bestanden. Aber ich kann auch verstehen,
dass manche sagen, den Unterschied zwischen den zwei Versionen habe ich gar nicht so deutlich gehört. Also haut mal in die Kommentare, was habt ihr geschätzt, weil wie gut seid ihr da, wie gut ist euer Ohr geschult? Und insgesamt muss ich sagen, ja, also diese Remaster-Geschichten, wenn man die Lautheit von der Abspiellautstärke anpasst, dann bleibt da nicht mehr viel Positives eigentlich übrig. In diesem Sinne, Spotify Challenge. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen.